heute ist das Auto leichter, ne? Ja. Ach, ich weiß jetzt, warum. Wo lang, leicht. Warte, wo lang? Folgen wir der Vorfahrtstraße. Ich glaube, es liegt daran, du kannst fahren, ne? So, es liegt daran, ich hatte ja zwei Flaschen Wasser drin, ne? Ja. Und das Wasser habe ich ausgetrunken. Daran. Mann, du verarschst mich. Ich dachte, jetzt kommt wirklich eine Antwort. Ist ja so, oder nicht? Oh, ist wieder 50, oder? Ja. Da waren 2 Liter Wasser drin, ne? Und die habe ich ausgetrunken. Oh Mann. 2 Kilo sind das. Kein Mobben. Ne, na, Mobben ist das ja nicht. Dritten Gang, ne? Warum Mobben denn? Das Auto ist heute ehrlich leichter. Ja. Nicht wegen dem Wasser, was du getrunken hast. Weil dann ist ja in dir drin, ne? Das ist ja nicht weniger. Ja, aber... Ja, ist weg, ne? Das Wasser. Nee, ist ja... Hier, ich gucke. Okay, okay. Guckst, alles klar. So, dann fährst du ein bisschen schneller. Ja, wo könnte das anliegen? Sag mir nur. Ja, dass der Tank voll ist. Dass der Tank voll ist? Ja, dann ist das Auto einfacher zu fahren. Ist es wirklich. Okay. Ja. Also, mal logisch denken, ne? Wenn der Tank voll ist, dann ist das Auto schwieriger. Schwerer, oder? Ja, nicht? Aber es ist einfacher zu fahren. Weil das sagt dir, dann musst du dir nicht sagen, füll mich auf oder so. Und wenn er sagt, füll mich auf, dann ist das schwerer, oder was? Ja. Okay. Logisch. Ist logisch. Alles klar. Ich fühle mich gemobbt. Nein, warum?